Hey, heute fliegen wir in den Urlaub. Viel Spaß. Ich will noch nicht sterben, Mia. Ich will noch nicht sterben. Wir stürzen ab. Hilfe, Hilfe. Wir werden abstürzen. Leute, wir stürzen ab. Es kann sein, dass uns hier ein wildes Tier angreift. Also bleibt zusammen. Schnell, ab wieder zurück zum Flugzeug. Heute fliege ich mit Mia in den Urlaub. Wir wollen nach Adopt-Mihausen fliegen. Adopt-Mihausen liegt auf einem anderen Kontinent. Deshalb müssen wir über das Meer fliehen. Der Flug wird wohl insgesamt 5 Stunden dauern. Und ich habe Flugangst. Ach komm, Bapu. Wir sind schon am Flughafen angekommen. Komm mit zum Check-in. Es wird schon nichts passieren. Flugzeuge dieser Fluglinie sind schon seit einem Monat nicht mehr abgestürzt. Einen Monat? Das ist aber nicht vertrauenswürdig. Komm, lass uns reingehen. Hallo, lieber Sicherheitsmann. Hier haben Sie meinen Koffer. Den Koffer können Sie durchsuchen. Dankeschön. Wie es scheint, ist der in Ordnung. Sie dürfen weiter. Bapu, komm bitte hierher. Wir müssen dich jetzt untersuchen. Geh dazu einmal bitte durch unseren Scanner durch. Oh nein, hoffentlich piept das Gerät bei mir nicht. Das wäre wirklich sehr unangenehm. Ich gehe einfach durch. Na siehst du, ist doch alles in Ordnung, Bapu. Du brauchst keine Angst zu haben. Mia, bei dir ist auch alles in Ordnung. Ihr könnt weiter in das Flugzeug gehen. Siehst du, Bapu, es ist doch gar nicht so schlimm. Komm mit, wir sichern uns die besten Plätze. Okay, ich gehe aber vor. Hier über das Laufband. Ui, das ist aber schnell. Und dann einfach in das Flugzeug einsteigen. So, wir sind jetzt im Flugzeug. Und Mia hat uns schon einen tollen Platz am Fenster ausgesucht. Wir haben sogar einen kleinen Tisch. Nur für uns beide. Das beruhigt mich doch gleich wieder. Denn ich habe eine sehr große Flugangst. Achtung, das ist eine Durchsage. Wir starten jetzt mit dem Flug. Bitte schneiden Sie sich an. Der Flug startet in Kürze. Ich wiederhole, wir starten jetzt den Flug. Bitte schneiden Sie sich an. Oh nein, Mia. Ich habe Angst vorm Fliegen. Mia, versprich mir bitte, dass das Flugzeug nicht abstürzen wird. Ich habe doch so eine große Flugangst. Ach, Bapu, keine Angst. Ich hab dir doch schon gesagt, dass die Flugzeuge dieser Airline schon seit einem Monat nicht mehr abgestürzt sind. Wir sind hier also absolut sicher. Es wird uns auf dem Flug nach Adopt-Mihausen nichts passieren. Okay, ist gut, Mia. Wenn du das sagst, dann vertraue ich dir. Was ist das? Hilfe, Mia. Wir stürzen ab. Wir fallen vom Himmel. Alles wackelt und bewegt sich. Ich will noch nicht sterben, Mia. Ich will noch nicht sterben. Wir stürzen ab. Hilfe! Hilfe! Beruhig dich, Bapu. Das sind bestimmt nur Turbulenzen. Das ist ganz normal. Die sind gleich vorbei. Versprochen. Nein! Hilfe! Ich will noch nicht sterben. Wir stürzen ab. Hä? Ist es ja alles wieder normal? Und wir leben noch? Gott sei Dank. Hallo, ich bin der Pilot. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Wir hatten gerade mit Turbulenzen zu kämpfen. Das Flugzeug ist nicht mehr das Neueste, müsst ihr wissen. Vielmehr hätte es auch nicht ausgehalten. Ihr fragt euch sicher, wie ich als Pilot hier sein kann, obwohl ich doch das Flugzeug steuern muss. Naja, das ist ganz einfach. Also das Flugzeug wird nicht mehr gesteuert. Spaß. Also das Flugzeug wird von dem Autopiloten gesteuert. Wir sollten nun auch alle Turbulenzen überwunden haben und einen entspannten Flug bis nach Adopt-Mihausen haben. Da bin ich ja beruhigt. Ich hatte schon richtig Angst um mein Leben. Wow, das ist nicht gut. Wir haben schon wieder Turbulenzen und die sind diesmal schlimmer als normal. Leute, schnallt euch an. Das wird eine gefährliche Fahrt. Macht euch bereit. Wir werden abstürzen. Leute, wir stürzen ab. Haltet euch so gut fest, wie es geht. Das wird eine unsanfte Landung. Bam. Ah, was ist passiert? Wo bin ich? Erstmal aufstehen. Mia, wo bist du? Ach verdammt, das Flugzeug ist abgestürzt. Ich habe es Mia doch gesagt. Ich suche jetzt Mia. Mia, wo bist du? Mia, da bist du schon, Mia. Mia, geht es dir gut? Kannst du aufstehen? Ja, Bapu, mir geht es gut. Ich kann auch aufstehen. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Komm, wir müssen nach Überlebenden suchen. Hier sind sehr viele Schwerverletzte. Wir müssen schnell weg. Komm mit. Oh Mann, Mia, das ganze Flugzeug brennt.
Wir müssen unbedingt Überlebende suchen. Oh, guck mal, da vorne ist der Pilot. Schnell, wir müssen zum Piloten. Hallo, Herr Pilot, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ja, ich denke schon. Wir müssen hier weg vom Wrack. Falls es explodiert, wir müssen die Insel nach Esperim und anderen wichtigen Dingen erkunden. Kommt mit. Okay, aber ich gehe vor. Ihr seid zu schwer verletzt. So. Wir müssen jetzt die Insel absuchen. Wir haben uns getrennt, damit das schneller geht. Ich guck einfach mal, was wir hier so finden. Also wir haben hier schon mal Kokosnüsse, das ist gut. Hier ist sonst überall viel Stein und so ganz komische Pflanzen. Und hier haben wir Palmen und da vorne natürlich das riesige Flugzeug, was abgestürzt ist. Oh nein, Leute. Hier liegen überall irgendwelche Menschen rum. Ich hoffe, denen geht es gut. Oh Mann. Hier ist auf jeden Fall ein Strand. Steine, oh Mann, nur diese Palmen, aber hier nur Kokosnüsse. Oh Mann, Leute, was sehe ich denn da hinten? Da ist ein Vulkan, Leute, und aus dem Vulkan kommt, der explodiert gerade, da kommt gerade Lava raus, Leute. Das ist voll gefährlich. Hier, der Vulkan, der explodiert gerade. Vielleicht sind wir deswegen auch abgestürzt. Oh Mann, Leute, wir sollten langsam wieder zurück zum Flugzeug. Es wird schon bald dunkel. Es kann sein, dass uns hier ein wildes Tier angreift. Also bleibt zusammen. Schnell, ab wieder zurück zum Flugzeug. Dort sind wir sicher. So, hier lang. Und hier, hier. Genau. Ja, hier brennt das nicht so doll. Hier rein. So Leute, wir sind beim Flugzeug. Lass uns hier schlafen. Wir beraten morgen, was wir weiter tun werden. Guten Morgen, Mia. Seid ihr noch alle da? Hä? Wo ist der Pilot? Der Pilot ist weg. Komm, Mia, lass uns aufteilen. Wir suchen jetzt den Piloten. Oh Mann, jetzt nochmal die Insel ablaufen. Wo kann der Pilot nur sein? Also hier ist er nicht, bei dem Wrack. Hier bei den Palmen ist er nicht. Wo ist er? Ist er am Strand? Nee, der ist nicht am Strand. Bei den anderen hält er sich auch nicht auf. Ich hoffe, denen geht's gut. So, hier noch weiter. Oh, hier ist so viel Feuer. Leute, hier ist so viel Feuer. Das ist so gefährlich. Oh Mann. Hier nochmal lang. Da vorne ist nochmal eine Kokosnuss. Oh Mann. Ich glaube, hier ist er nicht. Wo, Leute, wo kann der Pilot nur sein? Wo ist der Pilot? Hier, ist er hier etwa beim Vulkan? Ist der Pilot etwa beim Vulkan, Leute? Oh Mann. Nein, hier ist auch keiner. Oh Mann, das ist hier richtig heiß. Ich muss hier schnell wieder weg. Bei dem Vulkan ist das hier jetzt so heiß. Oh Mann. Ich glaube, ich war jetzt überall, außer bei dem Flugzeug. Ich nehme das Flugzeug nochmal ganz genau unter die Lupe. Also ich gehe mal hier erstmal nach vorne zum Cockpit. So. Ah, der Pilot ist da vorne. Hallo, Herr Pilot. Wir hatten Angst, Sie verloren zu haben. Oh nein, Babu. Das tut mir aber leid. Ich habe nur nach der Sicherheitsausrüstung gesucht. Und ich habe eine Leuchtstoffrakete gefunden. Wenn wir die abfeuern, dann erscheint am Himmel ein heller Schweif. Und dann kann uns jemand retten. Ich schieße die jetzt ab. Nein, die brauchen wir noch. Es ist ja noch keiner da, der die sehen könnte. Zu spät. Ich habe die schon abgefeuert. Oh nein, das war vielleicht unsere letzte Chance auf Rettung. Hört ihr das? Da spricht doch jemand. Was ist das? Das ist das Funkgerät aus dem Cockpit. Kommt schnell mit zum Cockpit. Hallo? Hallo? Hört ihr mich? Wir sind auf einer einsamen Insel gestrandet. Hier ist ein Vulkan. Bitte kommt schnell, helft uns. Das Schiff hat die Leuchtstoffrakete entdeckt und uns per Funkgerät angefunkt. Wir wurden entdeckt. Wir wurden entdeckt und gerettet. Vielen Dank, liebe Retter. Abonniert den Kanal. Tschüss.